Hallo Frau Dr. Rados, wir freuen uns sehr, dass Sie zur DHV-Jahrestagung sind. Wir haben eben eine sehr interessante Keynote von Ihnen gesehen und gehört. Sie haben ganz interessante Einblicke gegeben, auch in die arabische Welt. Jetzt stellen wir uns die Frage, wie bereiten Sie sich auf eine Reise in ein Krisengebiet vor und auf was kann man sich vielleicht nicht vorbereiten? Also man muss sich immer vorbereiten, finde ich. Also ohne Vorbereitung irgendwo hinfahren, das bringt überhaupt nichts. Es gibt so viele Dinge, die man eben von vornherein sich ins Gedächtnis rufen kann, die man wissen kann. Und damit ist man vorbereitet, wie man auf die Leute zugeht. Es gibt natürlich nicht immer die totale Vorbereitung. Man kann sich auf bestimmte Sachen nicht vorbereiten. Also ich finde immer, man kommt irgendwo hin. Und dann sieht das alles ganz anders aus, als man sich das vorgestellt hat. Und da gibt es immer, immer bei jedem, auch beim Reporter, so eine Schockminute, wo man sagt, das sieht ja ganz anders aus. Und ich glaube, das geht auch jedem, der im Ausland herumfährt. Und daher muss man flexibel sein. Auf der einen Seite gute Vorbereitung, auf der anderen Seite sich auch relativ schnell auf die tatsächliche Situation anpassen. Ganz herzlichen Dank. Ich könnte natürlich jetzt noch viele, viele Fragen stellen. Die Zeit haben wir leider nicht. Wir werden Sie weiter begleiten und danken Ihnen für die Reportagen. Danke, gerne geschehen.